moin Leute, heute mal eine neue Tracer Unit. Ihr kennt ja von uns den Spitfire Tracer, der ist ja auch mehr als gut angekommen und hat ja im Moment in unserem Shop, sag ich mal, ist ja fast der Bestseller. Jetzt haben wir ein neues Modell dazu genommen und zwar von der Firma Lights, auch aus China natürlich. Ich meine, wo sollen sie auch alle herkommen? Wird erstmal hier in einer schönen Box geliefert, sieht wirklich schick aus. Finde ich, ist auch ein guter Schutz natürlich. Und auch hier innen drin ausgepolstert, auch alles so, dass alles gut geschützt ist. So, dann haben wir hier einmal den Tracer, ein Gewinde und das Anschlusskabel. So, der Tracer selber wird mit einem Druck eingeschaltet. Ihr seht das, jetzt blinkt der einmal. Drücke ich jetzt länger. Dann habe ich den Muzzle Flash dazu. Und nochmal länger ist der Muzzle Flash wieder aus. Jetzt ist er wieder nur auf Tracer. Und einmal drücken ist der Tracer aus. Also eigentlich relativ einfach zu steuern. Das heißt, man drückt einmal, dann geht er an. Dann habe ich nur den Tracer. Ich drücke länger, dann kommt der Muzzle Flash dazu. Ich drücke nochmal länger, dann kommt wieder nur der Tracer. Also von der Steuerung halt relativ einfach gemacht. Das Ganze funktioniert hier über diese nach vorwärts gerichteten LEDs. Die sind auch hier sehr schön unter so einer Silikonschicht. Hier hinter, das Modell ist spritzwassertauglich, also kann auch in leichten Regen und so ab. Innen drin habe ich super helle LEDs, also wir finden zum Beispiel auch, dass die BBs, das seht ihr nachher noch im Schusstest, recht hell beleuchtet werden. Was schön ist, der ist so ein bisschen stylischer hier mit dem Schwarz und dem Rot. Er ist etwas kürzer als der Spitfire und wie gesagt, wir finden den halt, der hat so ein bisschen so ein Amplifier-Form, sag ich mal. Finde ich eigentlich ganz schön gelöst. Was etwas schöner ist, wir haben hier ein Gewinde, 11 mm auf 14 mm für Pistolen und das ist ein Aluminium-Gewinde. Also das Teil ist komplett aus Aluminium, finde ich sehr gut und natürlich wir haben hier ganz klar das Ladekabel dazu. Es gibt noch eine kleine Anleitung, mal gucken, die ist natürlich hier, okay, Chinesisch kann ich nicht. Aber hier oben ist nochmal Englisch, also ich denke mal, da kommt man schon mit klar, ne? Und ist alles eigentlich ganz gut erklärt. So dass man im Prinzip hier wirklich einen schönen Adapter dazu auch hat. Ne? War gerade auch nochmal erklärt. So, ja, also wir finden, das ist eigentlich ein gutes Package. Was mir besonders gut gefällt, ist, wie gesagt, dass er hier in der Box ist. Zubehör ist auch in Ordnung. Und wir zeigen euch ja noch die Schusstests, Einzelfeuer und auch Dauerfeuer in unseren Katakomben, nenne ich sie jetzt mal. Und wie gesagt, da kann man eigentlich die Beleuchtungsstärke sehr gut erkennen. Ja, viel Spaß damit. Guckt mal in unseren Shop. Da ist er jetzt auch drin, ist auch lagernd und wie gesagt, ich denke mal, der findet auch seine Freunde. So Freunde, unseren Spitfire Muzzle Tracer kennt ihr ja schon. Der hat jetzt etwas Konkurrenz bekommen. Wir haben jetzt so einen stylischen in Schwarz-Rot. Der heißt Lights Muzzle Tracer Unit. Und den zeigen wir euch jetzt hier einfach mal. Und das sind keine Tracer. So Freunde, dann wollen wir euch nochmal den Muzzle Flash zeigen im Vollauto. Und zwar einmal mit und ohne Tracer. Ich muss gleich das Magazin wechseln, ich sag's nur noch schon mal. Jetzt einmal Vollauto mit Muzzle Flash. So, Magazinwechsel. Mit Bio-BBs, ne? Jetzt kommt natürlich, Tracer. Natürlich. Tracer Bio. Spectre-Arm kann ich nur empfehlen. Da kommt doch Laune auf, oder? Auf jeden Fall.